Das sind einige unserer Themen heute. Veränderungen auf dem Pirmasenser Waldfriedhof. Waldprojekt des Lukas-Kindergartens. K74 durch Kontwig wieder freigegeben und vieles mehr. Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kompakt. Auf dem Waldfriedhof Pirmasens wird sich in den kommenden Jahren einiges verändern. Er soll kleiner und naturnaher werden. Erste Maßnahmen des Zukunftskonzepts wurden und werden bereits umgesetzt. Bürgermeister Michael Maas informierte vor Ort über die Details. Defizite im Pirmasenser Friedhofswesen hatten Veränderungen an den Anlagen notwendig gemacht. Die städtischen Gremien beschlossen im Rahmen eines Zukunftskonzepts, nachhaltiger an die Friedhöfe heranzugehen. Man schaute sich die Flächen ebenso an wie aktuelle Bestattungsformen und suchte nach frischen Ansätzen, um den Aufwand zu reduzieren und konkurrenzfähig zu bleiben. So sind wir zum Beispiel auf unserer ursprünglichen Fläche von 36 Hektar Waldfläche, Friedhofsfläche. Diese haben wir reduziert, diese unattraktiveren Flächen, Hangflächen, zugewachsenen, verwurzelten Bereiche herausgenommen, sodass wir die in den nächsten Jahren dann nicht mehr belegen werden und wollen, um so die Fläche von 36 Hektar um 10 Hektar auf dann nunmehr zukünftig 26 Hektar zu reduzieren. Wir haben es auch mit dem Thema Attraktivität, Konkurrenzfähigkeit unseres Friedhofs beschäftigt. Und hier sind halt diese Megatrends der letzten Jahre, Jahrzehnte, haben wir aufgegriffen. Wir haben etwa 500 Bestattungen jedes Jahr und davon sind bereits heute 80% Urnenbestattung. Der Trend ist eindeutig und geht weiter auch in diese Richtung. Man möchte seine Angehörigen nicht durch die Grabpflegen belasten. Man möchte diese unkomplizierte Form aufgreifen, zukünftig auch nutzen. Vor dem Hintergrund haben wir uns auch dieser Bestattungsform ein Stück weit näher gewidmet und hier auch mal so neuere, innovativere Ansätze gewählt. Ruhegemeinschaften sind eine solche Entwicklung. Alte, teilweise historische Grabfelder, die nicht mehr gepflegt werden, bekommen umgestaltet eine neue Funktion. Etwa 35 Urnengrabfelder können in solchen Ruhegemeinschaften zusammenkommen. Gestaltet werden jene dann von Friedhofsgärtnereien. Angehörige bezahlen über 15 Jahre 1500 Euro an die Treuhandgesellschaft der Friedhofsgärtner und haben selbst keine Arbeit mit der Gestaltung und Pflege. Auch mit Bestattern wurde gesprochen, was so auf dem Waldfriedhof benötigt werde. Hier in der Nähe des Hasenecks sind wir grundsätzlich, können wir es relativ schnell anfahren, die Grabfelder. Parkplatz ist in unmittelbarer Nähe dieser Ruhegemeinschaft, sind nur wenige hundert Meter entfernt, ebenerdig zu erreichen. Wir haben hinter uns einen neuen Friedwald angelegt mit etwa 5000 Quadratmetern, mit einem zukunftsfähigen Laubbaumbestand, mit einem jungen Baumbestand, sodass wir auch hier Aufwand reduzieren können und aber auch für die nächsten 5 Jahre auch sicher sind, was das Thema betrifft. Und dazu haben wir mit eigenen Mitarbeitern, mit unseren Auszubildenden ein Pavillon angelegt, ein Holzpavillon angelegt, den wir jetzt noch fertigstellen müssen. Und zukünftig soll es möglich sein, hier Einsegnungsfeiern, Trauerfeiern mit der Urne vor Ort dann abzuhalten und dann an den nahegelegenen Baum oder an die Ruhegemeinschaft hinanzulaufen, um dann die Urne zu begraben. All das sind Ideen aus dem Friedhofsausschuss, die nun nach und nach umgesetzt werden. Eine besondere Herausforderung für den Waldfriedhof bleibt jedoch bestehen. Der Waldfriedhof hat ein Alter von knapp oder über 100 Jahren. Der Baumbestand, Nadelbaumbestand, der damals angelegt wurde, ist natürlich mit dem Kiefer- und Fichtenbestand, was allein das Alter betrifft, an seinem Lebensende angelangt. Diese extremen Witterungsbedingungen der letzten 5 Jahre, wir haben extrem trockene Jahre gehabt und extrem heiße Jahre gehabt. Gerade das Nadelholz hat so seine, schon alte Nadelholz, hat so seine Widerstandsfähigkeit weiter und weiter verloren. Die Bäume sind ausgetrocknet, die können zum Beispiel kein Harz mehr bilden aufgrund von Mangel an fehlender Flüssigkeit und damit haben sie keine Abwehrkräfte mehr gegen Schädlinge, gegen Käferbefall. Geeignet für Neupflanzungen seien darum insbesondere Eichen und Kastanien. Mit dem kleineren und naturnahen Waldfriedhof tritt das Pirmasenser Garten- und Friedhofsamt dem zunehmenden Wettbewerb zwischen Bestattungsangeboten im Umland entgegen. Erneuert wird außerdem bald auch der Haupteingang des Friedhofs.
Der Sommer ist in Pirmasens angekommen und bringt die Möglichkeit mit, die Begrünung von Pirmasens weiter voranzubringen. Mitte Juni stellt Bürgermeister Michael Maas gemeinsam mit Silke Fabian, der Leiterin der Stadtgärtnerei, die kommenden Neuheiten des Projekts Essbare Stadt vor. Die Temperaturen steigen, die Sonne scheint länger und die Bienen summen lauter. Das sind perfekte Voraussetzungen für den diesjährigen Sommerflor. Und mit dem Projekt Essbare Stadt bekommt dieser in Pirmasens momentan viel Aufmerksamkeit. Eigentlich sind wir schon im letzten November gestartet in diese Saison. Wir hatten knapp 41.000 Blumen, Zwiebeln in unseren Grünflächen ausgebracht, die jetzt im Frühjahr angegangen sind. Diese hatten wir ja dann im März ergänzt um rund 18.000 Pflanzen, Blühpflanzen, Frühjahrsflora, die ein Stück weit klima- und wetterresistenter sind. Und haben jetzt im Sommerflor eigentlich unser Urban Gardening Projekt, unser Stadtgärtnerprojekt fortgesetzt. Diesen Sommer treffen Aubergine, Kohlrabi und Tomatenpaprika auf Kopfsalat, Grünkohl, Artischocke und rote Beete. Auch die passenden Gewürze dürfen dieses Jahr nicht fehlen und werden vertreten durch Currykraut, Basilikum, Rosmarin, Salbei und Minze. Und für die Naschkatzen unter uns werden auch Erdbeeren gepflanzt. Durch diese verschiedenen Pflanzen ergibt sich eine schöne, leckere mediterrane Mischung, die fast schon zu gut zusammenpasst. Also das Ziel für dieses Jahr, das große Thema für dieses Jahr, ist der Pirmasenser Stadtsalat. Das war so dieses Projektziel, das wir im vergangenen Herbst aufgerufen haben. Und das wäre eine schöne Aktion, wenn wir gemeinsam im Sommer, im Spätsommer ernten könnten, einen Salat zubereiten, den wir dann Pirmasenser Stadtsalat nennen. Ich glaube, alle Voraussetzungen hätten wir dann, vorausgesetzt, es gibt eine gute Vegetation, Witterungsperiode dieses Jahr. Und das ist so das Ziel und das ist so ein bisschen der Unterschied zu den Vorjahren. Aber es ist ein weiteres Kapitel in unserer Strategie. Auf Klima- und Artenschutz wurde bei der Anpflanzung natürlich auch geachtet. Durch torffreie Substrate für die Pflanzenerde wird weniger CO2 ausgestoßen, um die Umwelt ein wenig zu entlasten und trotzdem ohne schlechtes Gewissen anpflanzen zu können. Und die zwischendrin platzierten Blumen- und Insektenhotels helfen jenen, sich in der Stadt heimisch zu fühlen. Das Projekt Essbare Stadt dient dazu, den Bürgern bewusst zu machen, dass man auch selbst bei den momentanen Temperaturen das täglich gebrauchte Gemüse im eigenen Garten anpflanzen kann oder zumindest an den bepflanzten Grünflächen ernten kann. Ein weiteres Teilprojekt daran ist ja unsere Aktion Gelbes Band bzw. unser Obstbaumkataster. Im Rahmen dieser Aktion haben wir ja unsere Obstbäume mit gelben Bändern markiert, um so auch zu zeigen, hier könnt ihr euch, liebe Bürgerinnen und Bürger, bedienen. Ihr könnt ja Obst abernten, ob das Äpfel sind, Birnen sind, ob das Pflaumen, Zwetschgen, Mirabellen, Kirschen sind. Bedient euch bitte und werdet euch diesen Wert auch wieder bewusst. Also ein Stück weit Umweltbildung, Aufklärung spielt eine deutliche Rolle dabei. Das Projekt Essbare Stadt kostet Pirmasens rund 11.000 Euro. Aber das sind Kosten, die die Stadt gerne ausgibt. Denn das Projekt dient nicht nur zum Zusammenarbeiten, sondern auch zur Bildung an Schulen mit Hochbeeten auf Schulgeländen und als Aufruf, sich als Bewohner der Stadt naturbewusster zu verhalten. Nachdem das Team der Tafel Pirmasens wegen steigender Kundenzahl an seine Grenzen gestoßen ist, haben in Pirmasens die Netzwerke wieder einmal bewiesen, wie schnell sie ineinander greifen. Nach dem Hilferuf der Tafel gab es nun eine Sperre für Neukunden, aber auch eine neue Ausgabestelle. Im Pressegespräch gab es die Details. Ukrainische Flüchtende kommen beim vom CVJM organisierten Ukraine-Café in der Schachenstraße ohnehin zusammen. Somit lag die Idee auf der Hand, deren Ausgabe der Tafel nach hierher zu verlegen, um Wege zu sparen. Diese KundInnen müssen nun nicht mehr zur Ausgabe auf den Kirchberg kommen. Diese Idee war aus der räumlichen und personellen Notlage bei der Tafel herausgeboren. Die Stadt reagierte auf Anfrage direkt und unbürokratisch. Ja gut, der Pakt für Pirmasens ist natürlich ein Musterbeispiel dafür. Da haben sie schon mal alle sozialen oder fast alle sozialen Organisationen in irgendeiner Form dabei. Und insofern haben wir unseren Oberbürgermeister, den Herrn Zwick, angesprochen und dann lief das innerhalb von ein paar Tagen, war das Ganze durch. Natürlich auch durch einen guten Zufall bedingt, denke ich, dass vor allen Dingen die Ukrainer hier schon eine Anlaufstelle haben für alles Mögliche. Und dann bietet es sich auch an, das zu bündeln. Die Leute müssen ja nicht ewig 2 Stunden durch die Gegend fahren. Und insofern
Also eine super Sache und die Geschwindigkeit, mit der das realisiert wurde, ist für mich nach wie vor noch ein Wunder, muss man fast sagen. Super gelaufen. Die Koordinatorin des 60-Plus-Netzwerks Sabine Kober und Lukas Barth vom Stadtjugendring taten sich mit ihren Teams und der Tafel zusammen, um Jena an dieser Stelle unter die Arme zu greifen. Anfang des Jahres zählte der Tafelverein noch rund 1200 Kunden. Inzwischen, auch dank des Kriegs in der Ukraine, sei die 2000er-Marke geknackt, so Greif. Neben Geflüchteten seien es zunehmend auch Rentner und Hartz-IV-Empfänger, denen die aktuellen Preissteigerungen zu schaffen machen. Neukunden könne man zurzeit dennoch keine mehr annehmen. Regulär holt die Tafel dienstags und donnerstags morgens Waren ab, die kurz vor dem Ablaufdatum stehen, um sie abends direkt wieder an den Mann und die Frau zu bringen. Sie können sich von der kleinen Bäckerei bis zum Aldi Lidl Wasgau eigentlich alles vorstellen. Wir fahren wirklich alle an und bekommen auch von allen Waren. Mal mehr, mal weniger. Das liegt aber am Kundenverhalten. Das kann der Handel nicht planen und wir schon erst recht nicht. Und wenn die Waren dann zur Tafel kommen, so zwischen 10 und 12, dann werden sie sortiert, gesichtet. Was ist dann doch für den Müll? Und anderes wird eben aufbereitet. Ich sag mal, den typischen Salatkopf ein bisschen rupfen, dann sieht er wieder schön aus. Und ansonsten ja halt vorsortieren, damit man es zum guten Schluss dann auch zielgerichtet an die Kunden ausgeben kann. Dann gehen 120 Tüten im Schachen und 160 auf dem Kirchberg raus. Zudem noch einige mehr an Menschen, für die keine Abholung möglich ist. Jede Tüte hat einen Warenwert von über 20 Euro. Weitere Freiwillige und Spender kann die Tafel als gemeinnütziger und mildtätiger Verein natürlich immer brauchen. Dennoch ist man froh über die funktionierenden Netzwerke in Pirmasens. Das Gebäude am Nagelschmiedsberg, welches das Pirmasenser Jugendhaus beheimatet, ist in einem eher bescheidenen Zustand. Aus diesem Grund hat sich die Stadt Pirmasens zu einem Umzug des Jugendhauses entschieden. Wo die neue Unterkunft entstehen soll und weitere Informationen erhalten Sie jetzt. Der leerstehenden Pakethalle in der Joststraße Pirmasens soll neues Leben eingehaucht werden. Die ehemalige Station der Post wird in Zukunft zum neuen Jugendhaus Pirmasens umgebaut. Im Rahmen eines Pressegespräches im Pirmasenser Rathaus stellten der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick und Bürgermeister Michael Maas das geplante Projekt vor und erläuterten gemeinsam mit Heiko Weber vom Hochbauamt die Details. Die Jugendarbeit sei dabei der wichtigste Grund für diese Maßnahme. Also zunächst mal sind ja mehrere Komponenten und Facetten, die wir bearbeiten und berücksichtigen müssen. Zu einem, unser jetziges Jugendhaus ist in einem sehr, sehr schwierigen Zustand, baulichen Zustand. Hier haben wir einen sehr, sehr akuten Handlungsbedarf. Das andere Thema ist, für uns in Stadtspitze ist es wichtig, uns den Kindern, den Jugendlichen auch anzunehmen, diese frühestmöglich abzuholen, diese zu unterstützen in ihrer persönlichen Entwicklung, in ihrer Reife. Alle Möglichkeiten, die wir haben, auszuschöpfen, um einen guten Lebensweg zu bereiten, damit wir eben mittel- und langfristig auch von unseren Soziallasten loskommen, rauskommen und unseren Jugendlichen starke Erwachsene bilden können und die sich natürlich entsprechend auch durch ihre Arbeit, durch ihre Qualifikation in unsere Gesellschaft mit einbringen können. Insgesamt wird das Projekt Investitionen von 5,47 Millionen Euro benötigen, um es zu verwirklichen. Da die Stadt Pirmasens allein finanziell dazu aber nicht in der Lage ist, hofft man diesbezüglich auf Förderungen. Es gibt Gespräche, nach denen uns 80% der Projektkosten als Förderung in Aussicht gestellt wurden. Darauf hoffen wir natürlich und darauf arbeiten wir hin. Den Eigenanteil von etwa 1,14 Millionen Euro müssen wir selbstverständlich auch noch darstellen, noch finanzieren. Das steht natürlich in enger Verbindung mit unserer Haushaltsplanung, mit unserem Haushaltsausgleich und das halt im direkten Kontext oder vor dem Hintergrund der Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs, mit dem wir in 2023 rechnen und dann sehr, sehr stark darauf hoffen, dass wir unseren Haushalt auch ausgleichen können. Geplant ist der Start des Umbaus für 2024. Die Beendigung des Projekts würde demnach etwa 2026 stattfinden. Aufgrund der aktuellen Baubedingungen ist dies aber eine recht optimistische Einschätzung, so Bürgermeister Michael Maas. Die Digitalisierung verändert unseren Alltag und unser Berufsleben tiefgreifend. Welche Chancen und Risiken entstehen für Unternehmen, Arbeitnehmer und die Gesellschaft durch die Digitalisierung?
Um diese Fragen zu klären, fand am 22. Juni der Digitaltag in Pirmasens statt. Wir waren bei der Programmvorstellung dabei. Der Digitaltag Pirmasens ist ein gemeinsames Projekt der Stadt Pirmasens und dem IT-Full-Service-Provider Nagaro. Bei einem Pressegespräch im Büro der Firma Nagaro im Rheinberger Pirmasens stellten Wirtschaftsförderer Marc Schlick und Kai Rickhoff, Senior Marketing Manager der Nagaro, das Programm sowie die Ziele der Netzwerkveranstaltung vor. Der Digitaltag ist eine Veranstaltung, wo wir ja Digitalisierung mal greifbar machen. Es hat ja so viele verschiedene Beispiele zum Thema Digitalisierung, dass viele gar nicht wissen, was bedeutet das konkret. Für den einen ist Digitalisierung E-Mail-Kommunikation, der andere muss seine ganze Produktion digitalisieren. Wir wollen an dem Abend Digitalisierung anhand von vielen Beispielen und mit einigen Rednern greifbar machen. Themen waren die Auswirkungen digitaler Realität auf den Menschen und die Gesellschaft. Erfahrungsberichte eines produzierenden Industrieunternehmens sowie die Transformation der Arbeitswelt. Außerdem gab es eine Podiumsdiskussion mit anschließendem Networking unter den Teilnehmern aus Industrie, Forschung, Lehre und Politik. Für die Stadt Pirmasens ist der Digitaltag besonders wichtig, so Marc Schlick von der Wirtschaftsförderung. Es ist einfach so, wenn man zu sehr in seiner eigenen Suppe schwimmt und nicht mehr den Weitblick hat für bestimmte Entwicklungen, der Konkurrenz oder auch der Kooperanten, wie auch immer, dann wird es schwierig, aktuell zu bleiben und interessant zu bleiben, auch für die Fachkräfte von morgen. Das heißt, wir wollen mit diesem Tag letztendlich auch Unternehmen, die vielleicht sonst gar nicht mal so sehr miteinander in Kontakt kommen würden, zusammenzubringen, um dadurch eventuell sogar neue Kooperationen, im Endeffekt vielleicht sogar neue Plattformen oder Produkte dabei herauskommen zu lassen. Am 22. Juni fand die Veranstaltung im Forum Alte Post statt. Welche Synergien sich für die Stadt Pirmasens und ihre Unternehmen ergeben, wird sich im Laufe der Zeit zeigen. Seit 15. Juni nimmt Pirmasens zum zweiten Mal 3 Wochen lang am Stadtradeln teil. Das heißt, dass alle RadfahrerInnen gemeinsam Kilometer sammeln, sei es einzeln oder in Teams. Wie man auch als weniger klassische Radfahrerstadt die Leistung aus dem letzten Jahr toppen will, wurde beim Pressegespräch erklärt. Oberbürgermeister Markus Zwick selbst nimmt natürlich auch wieder teil beim Stadtradeln, ebenso wie Verkehrsplaner Michael Noll, der die Aktion in diesem Jahr koordiniert. Wie im Vorjahr, als in Pirmasens 122 TeilnehmerInnen mitmachten, soll das Stadtradeln deutschlandweit für das Radfahren begeistern und zur Nutzung im Alltag anregen. Dadurch leisten die Teilnehmenden nicht nur einen aktiven Beitrag zum Klima- und Umweltschutz, sondern profitieren auch gesundheitlich von der regelmäßigen Bewegung. Notwendig ist die Anmeldung unter stadtradeln.de oder der gleichnamigen App. Und dann heißt es Kilometer sammeln, sei es in Teams, mit Freunden, Kollegen oder allein. Also es gibt 3 verschiedene Möglichkeiten. Also Sie müssen sich auf jeden Fall registrieren, dass Sie einen Account bei Stadtradeln haben. Da haben Sie 3 verschiedene Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, wie Sie gerade gesagt haben, dass Sie das über die App machen. Da können Sie dann live tracken, live markieren, von wo bis wo bin ich gefahren. Das rechnet dann das automatisch mit und rechnet das Ihrem Konto gut. Die zweite Möglichkeit ist, wenn Sie nicht so technisch affin sind, Sie können auf unserer städtischen Homepage Kilometererfassungsbögen ausdrucken. Die können sich runterladen, ausdrucken, dann selbst eintragen, an welchem Tag bin ich wie viel gefahren. Das uns dann der Stadtverwaltung zukommen lassen und dann trage ich das als Koordinator, trage ich das für die einzelnen Bürgerinnen und Bürger nach. Die dritte Möglichkeit ist noch, dass Sie über Ihren Account, einloggen bei stadtradeln.de und da können Sie selber eintragen, wie viele Kilometer bin ich gefahren, welche Strecke, in welchem Zeitraum. Das können Sie natürlich selber machen. Die 3 stärksten Ergebnisse werden nach Abschluss der Aktion wieder ausgezeichnet. Auf der Meldeplattform Radar kann zudem jeder Teilnehmende etwaige Gefahrenstellen und Schäden in der Stadt eintragen. Jene laufen dann ins Radverkehrskonzept mit ein. Im Rahmen dessen wurde Noll zuletzt vermehrt ein Mangel an Abstellmöglichkeiten für Räder in der Stadt zugetragen, weswegen man dagegen nun etwas unternimmt. Wir möchten den Radfahrenden möchten wir natürlich eine gute Infrastruktur bieten, weil, wie ich schon gesagt habe, warum soll ich in die Innenstadt mit dem Fahrrad fahren, wenn ich es nirgends abstellen kann? Also es ist die erste Grundlage, eine geeignete Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Und da haben wir dann auch im Rahmen von unserem Radverkehrskonzept haben wir das auch festgestellt. Und da möchten wir jetzt nach und nach Maßnahmen ableiten. Das Radverkehrskonzept ist noch in der Erarbeitung, aber wir möchten jetzt mal anfangen, so, ich nenne es mal kleinere Maßnahmen, die relativ schnell umsetzbar sind, umzusetzen.
Und da haben sich die Radapfelanlagen gut angeboten. Und natürlich auch gibt es verschiedene Förderprogramme, die uns natürlich auch finanziell unter die Arme greifen. Und das war natürlich auch ein ausschlaggebender Punkt, dass wir das jetzt uns auf die Agenda nehmen. Geplant sind 3 Abstellanlagen, davon 2 mit elektrischer Ladefunktion, und zwar am Dynamikum, dem Rathaus sowie dem Ordnungs- bzw. Bauamt. Das soll jedoch erst der Anfang sein. Doch nun sind die Pirmasenser zunächst einmal aufgerufen, in 3 Wochen möglichst viele Kilometer zu radeln. 150 Anmeldungen gäbe es bereits. Das Diakoniezentrum Pirmasens hat es sich zur Aufgabe gemacht, nicht nur für andere diakonisch tätig zu sein, sondern auch mit anderen grenzüberschreitend diakonisch zusammenzuarbeiten. So entstand aus einer schon seit 2015 existierenden Partnerschaft mit Rumänien ein neues Projekt, das bei einer Pressekonferenz Mitte Juni erläutert wurde. Grenzüberschreitend diakonisch zusammenarbeiten. Das war schon seit längerem das Ziel des Diakoniezentrums in Pirmasens. Nach dem Projekt Pro Hospiz in Kollaboration mit den Ländern Portugal, Polen und Rumänien, bei dem der Leitfaden zur Neugründung von Palliativdiensten im Mittelpunkt stand, wurde enger Kontakt zu den rumänischen Projektpartnern gehalten, um dort auch bei weiteren Projekten zu helfen. Und diese Partnerschaft hat zu weiteren Ergebnissen geführt, denn es soll ein Hospiz im Ort Malaș in Ostrumänien gebaut werden. Das Besondere daran: auch dieses Hospiz soll den Namen Casa Magdalena, also Haus Magdalena, tragen und ein Schwesterhospiz zudem in Pirmasens werden. Wir werden in der Lage sein, damit das nötige Know-how zu erlangen. Wir werden hier Seminartouren für unsere Schwestern veranstalten, sodass diese weiteres über Hospiz und Palliativpflege lernen können, was natürlich eine sehr große Hilfe für uns wäre. Und uns ist die Möglichkeit gegeben, einige Einrichtungsgegenstände, die hier nicht mehr gebraucht werden, nach Rumänien zu bringen, um dort damit die Hospizpflege starten zu können. Das Projekt des Schwesterhospizbaus wird allein durch Spenden finanziert. Benötigt werden 75.000 Euro, um die Baumaßnahmen nächstes Jahr abschließen zu können. Informationen zum Spendevorgang bekommt man unter der Nummer 06331 5220 oder auf der Webseite des Diakoniezentrums in Pirmasens. Viele, insbesondere in der Stadt lebende Kinder, kennen den Wald als Erlebnisort gar nicht mehr. Eine Entwicklung, die 2 Jahre Pandemie eventuell sogar verstärkt hat. Grund genug für den Pirmasenser Lukas Kindergarten, im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben, in den Wald zu gehen. Beim Abschlusstermin haben wir die Gruppe begleitet. Für und mit dem Lukas Kindergarten führten Tina Sanjo und Jennifer Frieden vom Bildungsnetzwerk Nachhaltig Wirken das Projekt im Wald durch. Am letzten von 3 Terminen ging es auf der Rubanker Platte wieder in die Natur. Zunächst jedoch wurde der Eintritt sozusagen mit dem Bau eines Tors in den Wald zelebriert. Jetzt sind sie voller Vorfreude, ja, kennen sich schon im Wald aus, können das richtig genießen. Das hat man auch bei der ersten Übung, Tor in den Wald. Am Anfang ging das ratzfatz, ne, schnell so ein Tor gebaut. Und heute haben sie sich da schon ganz lange verweilt. Und der Blick war viel weiter, dass sie auch ganz neue Materialien gesucht haben und haben die dazugelegt. Und auch die Ästhetik, also das sah jetzt heute, fand ich jetzt auch viel schöner und noch mal kreativer aus. Mit dem Projekt im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben möchte der Lukas Kindergarten den Kindern, die nach dem Sommer in die erste Klasse kommen, den Wald als Spiel-, Erfahrungs-, Sinnes- und Lernraum noch einmal ans Herz legen. Wir haben schon immer so Waldtage gemacht mit den Kindern und ja, nach den 2 Jahren Corona hat man gemerkt, dass einfach vieles für die Kinder zu kurz kam und haben dann gedacht, wir gehen einfach nochmal auf Demokratie leben zu, beantragen das, um den Kindern einfach auch die Möglichkeit zu geben, jetzt mal wieder außerhalb des Kindergartens Räume zu entdecken. Tina Sanjo und Jennifer Frieden legen bei der kreativen und pädagogischen Umsetzung im Wald dann Wert auf verschiedene Aspekte des Erlebnisortes.
Also erstmal ankommen im Lernort Wald, ne? Also ganz viel Bewegungsspiele, weil je jünger die Kinder sind, desto mehr haben sie Bewegungsdrang. Das haben wir uns erstmal zunutze gemacht, integriert, dann ein bisschen was über Baumkunde, dann mit Jennifer Frieden, die immer sehr auf Teambuilding guckt, also wie sind die Teamprozesse und die Strukturen mit Konflikt und wie einigen wir uns, wie arbeiten wir gut zusammen als Team, hat sie eher so das Augenmerk drauf. Und bei mir ist so die Vermittlung über Empathie, über die Waldtiere, das Rücksichtnehmen, dass wir wieder uns mehr der Umwelt und der Natur halt auch zuwenden, weil man einfach sieht anhand von den Kindern, wie sie sich hier bewegen, wie sie lachen, wie sie Spaß haben. Natur, Umwelt gehört zu uns, es ist unser Lebensraum. Zum roten Faden gehört auch die Einbeziehung der fiktiven Geschichte von Elfen, die sich um verletzte Tiere und die Gesundheit des Waldes kümmerten, sich dann aber dank der Menschen zurückziehen mussten. Innerhalb dieses narrativen Rahmens wird auch viel kreativ gearbeitet. Es geht darüber hinaus um Achtsamkeit, aber auch Teambuilding. Es wird meditiert, ein Vogelnest gebaut, ebenso wie Mobiles zum Mitnehmen für zu Hause. Das Projekt kam jedenfalls von Anfang an sehr gut an. Also die Kinder waren einfach nur begeistert, zählten jeden Tag, bis wir wieder in den Wald gehen, haben jeden Tag eigentlich auch danach gefragt, wann ist es endlich wieder soweit. Man merkt auch so bei uns in der Einrichtung, dass so die Natur wieder ein bisschen anders wahrgenommen wird. Wir haben sehr naturnahes Außengelände und auch hier haben die Kinder vieles, was wir hier im Wald gemacht haben mit der Jenny, mit der Tina, einfach so in der Einrichtung umgesetzt. So der Umgang mit kleinen Käfern, mit den Insekten und auch das für die Kinder, die jetzt nicht dabei waren im Projekt, einfach weitergegeben dann in der Einrichtung. Das Projekt möchte Fähigkeiten und Werte vermitteln und so vorausschauendes Denken und verantwortungsvolles Handeln ermöglichen. Angesichts der Herausforderungen, vor denen der Naturschutz steht, ist das heute wichtiger denn je. Seit 10 Jahren bereits findet das Spendenprojekt Tour de Hospiz statt. Am 20. Juni starteten Florian Bilic und Philipp Andreas zum 4. Mal ihre Tour am Haus Bethanien in Pirmasens. Wir durften für sie den Start begleiten. 250 Kilometer mit dem Rad durch die Südwestpfalz. Und das für einen guten Zweck. Florian Bilic und Philipp Andreas waren gerade mal 17 und 18 Jahre alt, als sie zum ersten Mal mit der Tour de Hospiz das Thema Diakonie an die Öffentlichkeit trugen. Und zum 10-jährigen Jubiläum schwingen sich die beiden Hobbyradler zum 4. Mal aufs Rad, um Spenden für das Haus Magdalena in Pirmasens zu sammeln. Wir fahren verschiedene Haltestellen an, in der Regel an belebten Orten, zum Beispiel vom Supermarkt, und sprechen gezielt Menschen an, um sie zu sensibilisieren natürlich für das Thema Hospiz, aber auch um Spenden zu sammeln, denn das Hospiz ist immer jährlich auf 5% Eigenanteil, also etwa 120.000 Euro an Spenden angewiesen, die halt finanziert werden müssen. Unterstützt werden Bilic und Andreas durch den Schirmherren des Projektes, den Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick. Auch er fährt mit den Spendensammlern ein kleines Stück mit durch Pirmasens. Aber den Rest der Südwestpfalz müssen die beiden alleine durchkämmen. Naja, wir haben 22 Stationen quer durch die Südwestpfalz. Das geht also Pirmasens, wir fahren in die Zweibrücker Gegend, wir fahren ins Dahner Felsenland und kommen dann auch am Ende wieder nach Pirmasens zurück. Anzutreffen sind die beiden dann im Zeitraum von Montag, dem 20. Juni, bis Sonntag, den 26. Juni, an verschiedenen Frischemärkten in der Umgebung. Auch die Fußgängerzone in Zweibrücken ist Haltepunkt der Tour. Die weiteren Haltestellen und die passenden Zeiten dazu findet man auf der Homepage des Diakoniezentrums Pirmasens oder in dem Infoflyer, der von den beiden Radfahrern vor Ort ausgehändigt wird. Nach fast einem Jahr Sanierungsarbeiten ist die Bahnhofstraße und die Kreuzung in Kontwig wieder befahrbar. Bei einem Pressegespräch mit Juni wurde die Kreisstraße 74 wieder offiziell eröffnet und der Gemeinde übergeben. Welche Neuerungen auf die Verkehrsteilnehmer warten, erfahren Sie hier. Seit Mitte August letzten Jahres war die Strecke vom Zweibrücker Fashion Outlet über die Bahnhofstraße zur Kreuzung Hauptstraße in Kontwig nicht mehr befahrbar. Und das aus gutem Grund, denn die Kreisstraße 74 war sanierungsbedürftig. Durch Witterung und Abnutzung hatte die Strecke Risse, die Fußgänger mussten auf Stolperfallen auf den Gehwegen achten, die Ampeln an der Kreuzung fielen des Öfteren aus
und die Wasserabführung ließ zu wünschen übrig. Doch mit den Sanierungsarbeiten und der Vollsperrung seit August wurden diese Probleme beseitigt und die K74 wurde am 13. Juni wieder offiziell eröffnet. Wir haben hier Gesamtkosten von über 1,2 Millionen Euro. Als Landkreis haben wir hier einen Teil gehabt von 185.000 Euro rund. Und wir haben auch oben nochmal bei der Oberauerbacher Straße auch nochmal 90 Meter mitgemacht im Bereich der IGS. Denn wenn man schon dabei ist, Straßen zu erneuern, dann kann man sie natürlich auch direkt mitmachen. Seit dem 1. Juni ist die Bahnhofstraße schon wieder befahrbar. Somit ist eine der wichtigsten Straßenverkehrspunkte des Landkreises für die Zukunft gut gerüstet. Das war's mit Kompakt für diese Woche. Wenn Sie mögen, sehen wir uns das nächste Mal zu einer neuen Ausgabe wieder. Bis dahin machen Sie es gut und tschüss.